380-800. Die Statistik hier ist jetzt aktuell vom November 2013 und da war die Zahl an A380-800, die Emirates besessen hat, lag bei 45 und bestellt sind noch ganze 140 A380, also haben sie ganz schön viele. Und ja, 777 haben sie, ich zähle mal kurz zusammen, ich hoffe, ich verrechne mich nicht, also ich überschlage das dann jetzt ungefähr. 20, 30, so 120 Boeing 777 und noch 60 Boeing 777 300 Extended Range haben sie noch bestellt. Genau so sieht's aus. Also insgesamt hat Emirates im Moment an Personenmaschinen 203 und wenn man noch die bestellten dazu rechnet, unter bestellt steht 419, ich glaube mal, dass bestellt und aktuell, wie viel sie aktuell besitzen, zusammen 419 Flugzeuge dann ergeben. Genau, und Frachtmaschinen haben sie 2747-400 ERF, die von Emirates Sky Cargo, betrieben durch TNT Airways, und 10 777 Freighter Varianten von Emirates Sky Cargo. Genau, so viel kurz dazu. Genau, gucken wir uns gerade nochmal das Flugzeug von außen an. Also es ist wirklich schon ein sehr, sehr schönes Flugzeug. Wir können mal auf 8-fache Simulationsrate erhöhen. Ihr seht jetzt hier auch, haben jetzt auch die Kondensstreifen, kommen jetzt hier auch. Alles schon echt richtig cool, auch mit dem Doppel, mit den zwei Stockwerken hier. Also schon ein sehr schönes Flugzeug. Ich finde die Emirates-Lackierung auch ganz cool. Hier mit dem Logo da hinten, hier das Rot, hier Grün, hier so Schwarz. Und das hier auch auf den Triebwerken natürlich immer nochmal irgendwas drauf, so das Logo von denen drauf ist. Und hier halt das Emirates hier in groß draufgeschrieben mit der goldenen Schrift. Natürlich hier unten, das finde ich immer richtig cool, wenn hier unten nochmal der Name der Airline oder irgendwas anderes draufsteht, dass wenn das Flugzeug über einen fliegt, man das nochmal lesen kann. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Air Berlin hat ja auch Air Berlin hier unten draufstehen zum Beispiel. Also das finde ich auch nochmal ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schönes Flugzeug, dieser Supervogel, der A380, schon gigantisch. Schon ein Riesenteil, muss man wirklich sagen. Also gefällt mir echt gut. So, ja und endlich mal, wie gesagt, fliegen wir mal wieder mit Emirates, beziehungsweise auch mit dem A380 mal, das ist ja schon noch länger her, glaube ich, seitdem, im Vergleich zu dem, wann wir das letzte Mal mit Emirates geflogen sind. Also vielleicht können wir sogar noch ein bisschen erhöhen auf 310 Knoten. Genau, und ich habe heute wieder mal ein paar Rankings hier am Start für euch. Tokyo Center, ja, bis jetzt klappt hier noch alles gut, Flugzeug bleibt auf der Route, so wie es sein soll. Und wenn der Flugplan aufgehoben wird, ist auch noch halb so wild, macht ja nichts. Genau, ich habe heute mal wieder ein paar Rankings hier am Start. Alle Rankings habe ich von der Seite Aerotelegraph, wo ich in letzter Zeit auch ziemlich viele Informationen hatte, wie zum Beispiel auch die Fragen. Und zu einer Frage kommen wir später auch noch, das sollte ja auf keinen Flug fehlen, habe ich ja gesagt. Auf jedem Flug sprechen wir mindestens eine Frage an. Und da habe ich hier mal ein paar Rankings rausgesucht und das erste bezieht sich sogar auf den A380. Und da fällt mir noch gerade ein, genau, wir machen noch immer hier nochmal ein Sichtfenster dazu. Das darf ja nicht fehlen, damit wir den A380 nochmal von außen nochmal sehen. Das Cockpit ist zwar auch sehr schön, aber von außen können wir uns dann auch nochmal angucken. Genau, da ist aber natürlich nicht von hinten, hier von vorne seitlich, so ist ganz gut. So, bleiben wir aber hier, weil da ist der Sound nicht allzu laut und da könnt ihr mich dann besser verstehen. So, das erste Ranking hier, wie gesagt, von der Seite Aerotelegraph habe ich das. Das ist vom, der Artikel von dem Ranking ist vom 2. Dezember 2013. Und zwar hat dieser Artikel als Titel, wer den A380 wie vollpackt. Und ja, das bedeutet halt, das Ranking ist jetzt, wer wie viele Sitze in den A380 reintut. Also, ja, wer den A380 wie vollpackt, wie viel Sitze da reinmachen, und Platz 1 ist halt dann die Airline, die den A380 mit den die meisten Sitze in den Airbus A380 reinmacht. Ich lese euch mal kurz den Artikel hier vor, der ist nur relativ kurz, deswegen lese ich ihn kurz vor und dann ja, gehen wir mal die 12 Plätze hier durch, die hier in dem Ranking da dabei sind. Also, mehr Sitze ist ein Mittel für Airlines, ihre Resultate zu verbessern. Gerade beim A380 zeigt sich, dass jeder die ideale Sitzzahl anders definiert. Die Lufthansa will mehr Sessel in ihre Flieger einbauen. Die Kurz- und
Mittelstreckenjets Airbus A319, A320 und A321 sollen bis zu 2 Sitzreihen mehr bekommen, berichtete der Spiegel. Denn zusätzliche Fluggäste bedeuten mehr Einnahmen bei kaum ansteigenden Kosten. Immer mehr Fluggesellschaften denken deshalb in die gleiche Richtung. Und das will das Leasingunternehmen Doric ausnutzen. Es will 20 Airbus A380 bestellen, die aber mit deutlich mehr Sitzen bestücken als die anderen A380 Airlines. Sehen Sie in der Bildergalerie oben, welche Fluglinien wie viele Passagiere in den A380 packen. So, genau, dann gehen wir jetzt mal die 12 Plätze hier durch, die hier bei dem Ranking da dabei sind. Ich würde sagen, wir könnten eigentlich nochmal die Simulationsrate auf 16-fach erhöhen. Höher dann nicht mehr, aber ja, so ist gut. So, auf Platz 12 haben wir Korean Air und die packen 407 Sitzplätze in den Airbus A380. Dann Platz 11, British Airways, da kommen in den Airbus A380 469 Sitzplätze rein. Dann Platz 10, Singapore Airlines mit 471 Sitzplätzen und hier steht noch in Klammern zweite Konfiguration 409 Plätze. Dann Platz 9, Qantas mit 484 Sitzplätzen. Dann Platz 8, Malaysia Airlines mit 494 Sitzplätzen. Weiter geht's mit Platz 7 mit Emirates mit 497 Sitzplätzen und die zweite Konfiguration ist 489 Sitzplätze. Dann Platz 6 China Southern Airlines mit 506 Sitzplätzen. Dann Platz 5 Thai Airways, die haben ja auch wirklich eine sehr, sehr schöne Lackierung, gefällt mir echt gut von Thai Airways da, mit 507 Sitzplätzen. Dann auf Platz 4 Air France, die packen 516 Sitze in den A380 rein. Dann Platz 3 Lufthansa mit 526 Sitzplätzen. Platz 2 Doric Lease mit 573 Sitzplätzen. Ursprünglich waren geplant 630 Sitze. Und auf Platz 1 Transaero mit 652 Sitzplätzen. Ja, soviel zu den 12, zu dieser Rangliste hier. Wer den A380 vollpackt, wie viel Sitze da in den A380 reinbaut. Da seht ihr schon, was da wirklich für Variationen möglich sind, wie viele Sitze da eigentlich rein können. Hier habt ihr gesehen, hier am meisten macht hier Transaero rein mit 652 und am Anfang war es Korean Air mit ungefähr 400. Da sieht man schon, was da noch für Möglichkeiten sind, wie viel da die Sitze da noch variieren können, also wie viel da unterschiedlich rein können. Kommt natürlich auch immer drauf an, wahrscheinlich, ob man jetzt. Vielleicht gibt es auch welche, die machen nur Economy Class im A380. Da passt natürlich wieder mehr rein, als wenn man jetzt mehr Business Class und First Class als so drin hat. Also das ist natürlich da auch immer nochmal ein Unterschied dabei. So, dann ein weiteres Ranking. Ich habe hier drei, aber ich glaube, ich hatte bei Aerotelegraphen noch ein Ranking, was nochmal auf den A380 bezogen war. Das würde nämlich ganz gut passen, dann könnten wir das eigentlich jetzt auch mal. Ich muss aber dazu gerade mal nochmal hier die Rankingliste durchgehen, die Seite. Da gibt es wirklich einige Rankings. So, gucken. Da gibt es sogar 4 Seiten. Gucken wir gerade mal. Da, genau. Die kürzesten A380-Flüge. Genau, dieses Ranking schauen wir uns jetzt erst nochmal an. Und dann könnten wir eigentlich eine Frage machen und dann nochmal kurz ein paar Rankings machen. Ich weiß nämlich nicht, wie viel Zeit wir haben. So, müssen wir mal schauen. Also, genau, die kürzesten A380-Flüge. Der Artikel ist vom 22. März 2013. Und genau, dann lese ich euch wieder kurz den Text vor und dann können wir eigentlich loslegen mit hier insgesamt 6 Plätze. Und ja, legen wir los. Die kürzesten A380-Flüge. Der Super Jumbo von Airbus fliegt nur auf super langen Strecken, oder doch nicht? Eine Liste der kürzesten A380-Reisen der Welt. Gerade erst wurde der 100. Airbus A380 ausgeliefert. Fluggesellschaften setzen mit dem Großraumflugzeug auf hohe Kapazität und große Reichweite. Doch nicht immer nutzen sie das auch aus. Der Super Jumbo von Airbus hat einen Listenpreis von 404 Millionen Dollar. Da muss man jeden Cent herausholen. Und daher setzen eine ganze Reihe Fluglinien den Riesenvogel auch auf Strecken ein, die auch anders lang sind. Die auch alles andere als lang sind. Das Reisemagazin Australian Business Traveller
trug die kürzesten Routen zusammen. Sehen Sie in dieser Galerie die Rangliste der kürzesten A380-Flüge. So, genau, hier jetzt die 6 kürzesten A380-Flüge. So, auf Platz 6, der Flug von Seoul nach Hongkong mit Korean Air. Man fliegt da lediglich 3 Stunden 40 Minuten. Dann auf Platz 5, der Flug von Sydney nach Auckland. Also von, ja, der Hauptstadt von Australien. Ne, nicht der Hauptstadt von Australien, der größten, Sydney ist glaube ich die größte Stadt in Australien, ne? Canberra ist ja die Hauptstadt von Australien, aber der größten Stadt von Australien nach zur Hauptstadt von Neuseeland, wenn ich da richtig liege. Mit Emirates, da fliegt man 3 Stunden 20 Minuten. Platz 4, oh scheiße, ich hoffe ich spreche den Namen der Stadt richtig aus, Guangzhou nach Peking mit China Southern Airlines, 3 Stunden 10 Minuten. Platz 3, Dubai Jeddah mit Emirates 2 Stunden 40 Minuten. Platz 2, Bangkok, Hongkong mit Emirates und Thai, also beide Airlines bieten das an, 2 Stunden 40 Minuten. Und Platz 1, Guangzhou, Shanghai mit China Southern Airlines, 2 Stunden 20 Minuten. Da sieht man schon, ist zwar ein richtig großes Flugzeug, aber es wird auch für kurze Strecken eingesetzt, also 2 Stunden 20 Minuten. Da, ja, so Strecken fliegt man sonst mit dem A321 oder A320 oder sowas. Aber dafür wird halt auch der A380 eingesetzt. Ist halt, ja, dann wahrscheinlich aufgrund der Sitzplätze und so, die es da gibt. So, wir sind jetzt gerade hier über China jetzt reingekommen. Ich glaube, wir sind sogar knapp bei Shanghai lang geflogen. Genau, es ging hier über das Ostchinesische Meer, was wir hier haben. Und das könnte, genau, hier haben wir Shanghai. Da sind wir jetzt gerade drüber geflogen und jetzt befinden wir uns in China. Und dann geht es hier übers Gebirge irgendwo, wahrscheinlich dann hier über Indien und da haben wir dann Dubai, wo es heute hingeht. Würde ich eigentlich auch mal gerne hin. Das ist bestimmt auch eine ganz coole Stadt, um mal so eine Woche oder so, würde ich auch mal gerne dahin. So. Genau. Das dazu und dann würde ich sagen, gucken wir gerade mal bei den Fragen. Gucken wir uns eine Frage an und dann können wir eigentlich nochmal ein Ranking machen, beziehungsweise... Ich habe hier auch noch was anderes. Gucken wir da mal. So, sonst können wir immer am Ende nochmal ein Ranking machen, wenn noch Zeit da ist. Jetzt muss ich aber gerade mal die Seite laden hier mit den Fragen. Und dann suchen wir uns mal eine aus. Genau, letztes Mal hatten wir, was fliegt sich besser, Airbus oder Boeing, also Sidestick oder Joystick. Die Frage und jetzt gucken wir mal. Also... Hier, das ist eigentlich an. Das passt doch eigentlich ganz gut hierzu. Als Titel ist hier Fliegen lernen am Computer. Kommen Flugsimulatoren für den PC eigentlich nah an das echte Fliegen heran? Ist die Frage. Und das würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal an. Weil das passt ja eigentlich richtig dazu, weil wir fliegen ja auch hier mit so einem Flugsimulator am Computer und gucken mal, wie nah das hier. Was der Linienpilot da sagt, hier bei Aerotelegraph, was er da schreibt, wie nah das da rankommt. Also die Frage nochmal. Kommen Flugsimulatoren für den PC eigentlich nah an das echte Fliegen heran? Und hier die Antwort. Es mag überraschen, aber meine Pilotenkarriere begann mit dem Microsoft Flight Simulator. Welche Version es war, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls war es Mitte der 90er Jahre. Ich selber hatte keinen Computer, ging aber stets in ein Geschäft, wo man den Flugsimulator gratis bedienen durfte. Unzählige Male war ich dort. Das war so etwas wie Learning by Doing. So dauerte es einige Zeit und viele Crashs, bis ich merkte, dass man auf der Taste G das Fahrwerk, Gear, einfahren konnte. Wenige Jahre später, als 16-Jähriger, fing ich dann mit dem Segelfliegen an. Die Flugsimulatoren haben mich aber bis zum Airbus-Rating begleitet. Welche PC-Simulatoren es auf dem Markt gibt, weiß ich leider nicht. Meines Erachtens sind die Simulatoren aber relativ nützlich. Natürlich ist die Realität etwas anderes. Etwas anders. Denn Vibrationen, laute Geräusche, die feine Steuerführung und die weiteren Stressfaktoren sind kaum zu simulieren. Zudem wäre es wohl zu teuer, die extrem komplexen Zusammenhänge der heutigen Flugzeuginstrumente für den Normalverbraucher zu programmieren. Ein richtiger Airbus A320-Simulator kostet mehrere Millionen. Navigatorische Elemente interessant. Aber ich fand vor allem die navigatorischen Elemente interessant. Und bei meiner Ausbildung zum Piloten nutze ich diese einfachen PC-Simulatoren auch, um mich mit dem Cockpit-Layout vertraut zu machen. Na, was ist los?
ob es wieder einfängt. Na, sieht gut aus, glaube ich. Dazu lud ich stets den Flugzeugtyp herunter, welchen ich auch in Realität flog. Als ich auf den Airbus kam, habe ich tatsächlich einige Flüge zuerst auf dem Wilco Zusatzprogramm für den Microsoft Flight Simulator geübt. Die Höhenprofileinstellung und die Vertrautheit mit dem Cockpit konnte ich dabei etwas verfeinern. Sie sind also hilfreich, diese Simulatoren, aber wer einen Simulator bedienen kann, ist noch lange nicht in der Lage, ein Flugzeug in echt zu bedienen. Ja, das war die Antwort von dem Linienpiloten auf die Frage, kommen Flugsimulatoren für den PC eigentlich nah an das echte Fliegen heran? Genau. So, die Frage haben wir auch gemacht. Wie gesagt, jeden Flug gucken wir uns da eine Frage an. Na, seht, wir haben noch ein ordentliches Stück noch vor uns hier zu fliegen. Aber, ja, dunkel ist weder da noch da. Das heißt, ja, wir sollten auf jeden Fall bei Tag da landen. Ich glaube, da hinten wird es jetzt erst langsam hell. Also, es sollte auf jeden Fall noch hell sein, wenn wir dann in Dubai ankommen. So. Genau. Ich habe mal vor einiger Zeit, ich gucke ab und zu immer mal so auf YouTube, ob es so eine interessante Reportage über Fliegerei halt, oder beziehungsweise Flughäfen oder Flugzeuge oder so Piloten, wo halt so, ja, so Piloten so einen Tag mit, ja, halt so eine Reportage über so einen Tag, mit so einem Piloten unterwegs sind oder so. Finde ich immer manchmal ganz interessant. Und da habe ich vor einiger Zeit mal ich wollte eine Reportage euch mal weiterempfehlen. Und zwar eine richtig geile Reportage über den Flughafen Dubai gesehen. Die ist sogar mehrere Staffeln teilig, ich weiß nicht mehr so genau. Auf jeden Fall ist die von National Geographic. Ich habe es mir in Englisch angeschaut, um mein Englisch halt noch ein bisschen zu verbessern. Muss ich sagen, eigentlich auch ziemlich gut verstanden. Es gibt natürlich so die ein oder andere Wörter, die man noch nicht versteht. Die reden vielleicht auch ein bisschen schnell, aber es ging eigentlich. Also ich fand es nicht so kompliziert zu verstehen. War auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Reportage. Sehr, sehr cool gemacht über den Flughafen Dubai. Gefällt mir richtig, richtig gut. Wir gucken gerade mal. Da unten haben wir das ja jetzt noch super auf der Route. So. Genau, also eine Reportage von National Geographic über den Flughafen Dubai. Wie gesagt, das sind mehrere Teile. Die sind immer so 45 Minuten lang. Und da gibt es vielleicht so 10 Teile oder sowas. Ich habe es mir in Englisch angeschaut. Ich glaube zu meinen, dass ich letztens auch irgendwann nochmal die Reportage zufällig, als ich nochmal nach Reportagen geschaut habe, nochmal die Reportage zufällig auch in Deutsch entdeckt habe. Also, ich werde euch auf jeden Fall mal unten einen Link in die Videobeschreibung packen. Ist nämlich eine richtig geile Reportage, kann ich euch nur empfehlen. Über den Flughafen ist richtig interessant, wo die da so zu verschiedenen Bereichen, Ramp Agent, dann Leuten im Terminal, dann so eine Art Follow-Me-Fahrzeug war das, glaube ich, Fahrer. War auch so eine Ausbildung dabei, wo so über einen, der so halt auf dem Vorfeld da so